Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind heute mal wieder in Minecraft am Start, Leute. Ich habe es auf jeden Fall vermisst und hatte mal wieder richtig Bock auf ein Minecraft-Video. Und zwar seht ihr hier schon, ich habe natürlich hier schon mal meinen Leon damals gebaut in der Challenge und auch schon eine Megabox, Leute. Und ich habe wieder richtig Bock gehabt, auf jeden Fall eine Bau-Challenge zu machen. Und zwar werde ich heute als Challenge einen zufälligen Brawler in Brawl Stars in Minecraft bauen und das Ganze in 10 Minuten mit Zeitlimit. Ihr könnt dann wieder wie immer entscheiden, wie gut ich das gemacht habe. Und ja, dafür müssen wir natürlich jetzt erstmal auslosen, welchen Brawler ich nachbauen muss. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir starten einfach mal rein. Und jetzt go. So Leute, wir haben natürlich aktuell 54 Brawler in Brawl Stars. Und ich würde sagen, Siri entscheidet jetzt mal, ja, welchen ich nachbauen muss. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 54. Das wäre 10. Oh, okay Leute, Brawler Nummer 10 und wir haben einfach mal 8-Bit. Oh mein Gott, okay, das ist glaube ich ganz geil, weil der ist eh schon so ein bisschen wie so ein Kasten, ne? Das ist eigentlich für Minecraft-Verhältnisse perfekt, Digga. Leute, dann würde ich sagen, ich schaue mir hier mal jetzt ganz genau 8-Bit an und rufe mir mal ein Bild auf und dann versuche ich 8-Bit in 10 Minuten nachzubauen. So Freunde, ich habe mir jetzt hier schon mal die Farben rausgesucht, die ich für den 8-Bit einfach mal brauche. Ihr seht hier nochmal das Bild hier natürlich eingeblendet, einfach mal kleiner und ich würde sagen, wir platzieren einfach mal hier neben unserer Megabox. Wir machen hier schon mal die Sandblöcke weg und gleich, ja, startet auch der Countdown. Und ich würde sagen, gleich beginnt die Zeit. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ich hoffe, ich krieg's gut hin, Leute. Und ich würde sagen, also, 10 Minuten. Ich tue das mir mal hier aufrufen nebenbei. Okay, Leute. Und ich würde sagen, wir starten los und let's go. Okay, Leute, die Zeit ist gestartet. Und wir fangen auf jeden Fall natürlich mit den Schuhen an von dem Kollegen 8-Bit. Wir haben hier auf jeden Fall so erstmal so ganz normale Schuhe. Hinten ist es tatsächlich aber eher blau. Fällt mir gerade auf. So, also das machen wir hier dann einfach mal blau. Hier geht es dann quasi so weiß hoch, hätte ich gesagt. Und hier machen wir einfach nochmal seine Schuhe so hin. Oh mein Gott, Digga. Nein, ich habe jetzt schon irgendwie Angst, dass das nicht nice wird. Aber Leute, ich gebe mein Bestes natürlich. Ne? Ich finde, die anderen Sachen sind ganz cool geworden immer bisher. Ja, ich finde, die kommen ganz gut hin, die Schuhe. Er hat einen relativ breiten Stand tatsächlich auch. So, dann können wir jetzt hier schon das ein bisschen besser positionieren, Leute. Und zack, dann machen wir einfach mal hier blauen Blöcke natürlich noch hin. Zack, zack und zack. Jetzt hat er hier quasi so ein bisschen in der Farbe so die Beine, aber auch gar nicht so viel davon, weil er hat sehr kurze Beine, der Kollege 8-Bit, Leute. Also mir macht das übrigens mega Spaß, so Sachen zu bauen auf Zeit in Minecraft. Also gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das öfter sehen wollt, Leute, und lasst unbedingt ein Like da, ja, für das Format. Also bin mir auf dem Kanal noch nicht aktuell so sicher, was ich hauptsächlich bringen möchte, ob eher Reactions oder eher Gaming. Deswegen bin ich auf eure Meinung da angewiesen. Schreibt mir das unbedingt einfach mal in die Kommentare, Leute, was ihr am liebsten auf diesem Kanal seht. Das würde mich mega interessieren. Auf jeden Fall zum Beispiel Minecraft macht mir extrem viel Spaß auch. Ja, oder wollt ihr auch eher Fortnite sehen? Also schreibt das mir einfach mal gerne wirklich rein. Digga, also man erkennt jetzt schon, dass es in die Richtung von so einem 8-Bit geht, finde ich eigentlich. Also ich muss mich natürlich mega beeilen, um das in der Zeit noch so zu schaffen. Boah, ich glaube, das ist an sich okay. Machen wir hier noch die nächste Reihe und jetzt kommt ein roter Knopf tatsächlich einmal hier so hin. Ich glaube, den bauen wir sogar so, dass der so rauskommt so ein bisschen. Das ist, glaube ich, ganz geil. Und direkt hier oben drüber sozusagen auch nochmal. Ich glaube, den müssen wir eins verschieben müssen wir den. So, und zack, zack. Dann hat er hier noch so einen Coin-Schlitz sozusagen, ne? Okay, und jetzt machen wir seinen Sichtfenster. Ich fände das, glaube ich, sogar ganz cool, wenn das so ein bisschen reingeht, wenn ihr wisst, wie ich meine. Deswegen machen wir das mal so eins nach hinten, dieses Sichtfenster von ihm. Oh mein Gott, ich habe so wenig Zeit nur noch, Leute. Das ist richtig schwierig gerade. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Und jetzt auf jeden Fall hier so seine Augen einmal rein. So. Okay, und jetzt machen wir das quasi hier runter. Das ist echt mega beeilen, Leute. Real Talk. Ich glaube, 8-Bit ist sogar einer der einfachsten zum Bauen, weil der halt so quadratisch ist, wenn ihr wisst, wie ich meine. So, und jetzt halt natürlich muss das hier so ein bisschen nach hinten gehen. Und oh, warte mal, oben kommt der auch nochmal so ein bisschen mehr raus, ne? Also oben dann quasi nochmal hier so. Und ja, dann war es das aber auch schon. Dann würde ich sagen, bauen wir ihn jetzt nochmal hier an der Seite fertig, weil die Arme, die fehlen ja noch komplett einfach. Digga, oh mein Gott. Okay, komm, 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 komm. Digga, das ist das, was hier so lange Zeit dauert, dieses Zubauen. Oh mein Gott, noch 5 Minuten. Leute, das wird sehr knapp. Es wird sehr, sehr knapp mit der Zeit, glaube ich. Okay, wir bauen den jetzt auch auf der anderen Seite mal schnell zu. Okay, nice. Wir hier auch nochmal. Digga, ich muss mich so konzentrieren, Leute. Ich sag's euch ehrlich. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Arme. Da geht so ein Teil raus, auf jeden Fall. Das sieht ein bisschen weird aus. Aber das quasi wird wie so eine Öffnung für seinen Arm oder so irgendwie, ne? So, und da kommt jetzt dieser blaue Arm so raus.
Wie bauen wir jetzt den Arm, Digga? Oh, lol. Oh, das hat so ein bisschen rumgebackt hier einfach. Das sah ein bisschen weird aus. Jetzt geht er quasi hier so nach unten, mehr oder weniger. Junge, dieser Arm sieht so mega lost aus. Oh mein Gott, Digga. Eieiei, dazu sage ich jetzt mal nichts. Ja. Ich finde das okay. Und jetzt auf jeden Fall nochmal. Slash Time Set Day. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall uns nochmal um seine andere Hand kümmern. Die muss dann einfach quasi so ähnlich sein. Ist jetzt so zu 100% symmetrisch, ist jetzt auch egal, weil wir haben kaum noch Zeit, Leute. Wir haben noch gar nicht mal seine Waffe oder so gebaut. Das ist mega lost. Okay. Und dann machen wir die nochmal hier so. Zack. Ja, und jetzt halt seine Waffe, ne? So. Oh mein Gott, das wird was, Digga. Okay, die geht jetzt hier so hoch, so ein bisschen. Okay. Okay, Leute. Hier geht es nochmal so ein bisschen nach unten, hätte ich gesagt. Ja. Okay, und jetzt an seiner Waffe machen wir jetzt einfach mal so ein Teil noch so dran. Guck mal, die sieht cool aus gleich, die Waffe. Mann, das... Oh mein Gott. Komm mal, noch 2 Minuten haben wir Zeit. 2 Minuten haben wir Zeit. Und wichtig ist halt auch dieser Schlauch, ne? Deswegen machen wir den Schlauch jetzt schon mal direkt. Okay, machen wir den Schlauch mal hier so nach unten. Und der, genau, führt dann quasi so zu seinem Körper heran. So, mehr oder weniger. So, der Schlauch ist auf jeden Fall okay, würde ich sagen. Jetzt die Waffe müssen wir nochmal ein bisschen anpassen natürlich, ne? Ah, Mann, okay. Machen wir hier nochmal oben so ein Teil drauf. In der Farbe, um nochmal so ein bisschen eine andere Farbe reinzubringen. Okay. Kommt das hin mit der Waffe? Ich weiß nicht. Ich finde die okay. Übrigens fehlt noch gerade sein Mund, fällt mir gerade auf, ne? Den Mund machen wir jetzt mal hier hin. Ja, okay, jetzt sieht das sau weird aus. Nee, ich glaube, das müssen wir doch ein bisschen anders hier machen, Leute. Das war, glaube ich, in der Farbe, genau. Müssen wir das hier einfach machen. Ja, okay, das geht schon besser, klar, auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal schnell oben seine Haube zu. Ja, also I don't know, Leute, was ihr sagt, aber ich habe noch 33 Sekunden Zeit, Digga. So, Leute. Oh, noch 22 Sekunden. Mhm. Ja, Digga, seine Waffe sieht so lost aus. Oh mein Gott, das kannst du dir nicht ausdenken, Junge. Komm, hier nochmal. Okay, Leute, und die Zeit ist in 5 Sekunden abgelaufen, aber ich bin, würde ich sagen, fertig. Alter, ich muss jetzt for real sagen, Leute, wie findet ihr meinen 8-Bit, Leute? Bewertet jetzt mal in den Kommentaren. Ich habe ihn in 10 Minuten gebaut, wir sehen ihn hier auf jeden Fall. Ich muss wirklich sagen, ihr seht es ja mit dem Vergleichsbild, ich bin sehr zufrieden. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem 8-Bit. Natürlich ist 8-Bit einfach zu bauen, ja? Keine Frage, Leute, aber ganz ehrlich, wenn wir das mal vergleichen, hier haben wir noch die Megabox am Start und hier haben wir noch unseren Leon. Ich finde sogar, dass 8-Bit besser geworden ist als Leon. Ich finde, 8-Bit ist richtig geil geworden. Ohne Witz, Leute. Wenn ihr das Format feiert, lasst ein Like da. Schreibt, was ich machen soll. Wir sehen uns und damit ciao, ciao.